Seht ihr? Habt ihr je schönere Frauen gesehen, Sinn für? Vergebt mir, Maestro, aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Wie jetzt ernsthaft? Die Zauben haben ihn verwirrt, oder wie? Okay. Tja, Leute, so kann's gehen, wa? Ja, diesen Spanier sollte man nicht unterschätzen, ne? Ist der einzige gewesen, der uns jetzt bemerkt hat. Die anderen Pappnasen können natürlich nichts. Okay, holen wir uns kurz den Turm und dann gehen wir die nächste Mission an. Lalalalalala. Oh, eine Kiste. Drüber. Wir waren auch schon lange nicht mehr bei Leonardo, aber wir finden noch keine, oder wir haben bisher noch keine Codex-Seiten. Guck mal, wie sich der Schatten hier auf den Mauern aufbaut, direkt vor unserer Nase. Wir haben auch lange schon keine Codex-Seiten mehr gefunden, aber naja, der wird noch auf jeden Fall noch eine Rolle spielen, eine Rolle spielen im Spiel. Cool. Liebe Freunde, meine Waren. Wo müssen wir denn? Achso, in den Palazzo. Bello mio, come stai? Bist du schon wieder zurück? Desolato, mia cara, aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen, es ist dringend. Antonio, Ezio ist hier. Ezio, ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen? Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerstbewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Also, die brauchst, glaube ich, nochmal.
wenn es beim ersten Mal nicht klappt, einen Weg finden, um in den Palazzo di Calbla zu gelangen. Wie gesagt, im Aussprechen dieser komischen Namen bin ich nicht sehr gut. Aber im Ausführen der Mission, diese Sache mit dem Dogen, schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adel. Na. Diebe. Und Söldner. Und Huren. Während sie arbeiten, die Stadt zu leeren, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. Oh! Boah, das war ja nicht gewollt. Die Frage ist, wie er jetzt runterkommt. Schafft er das? Er geht wahrscheinlich den kompletten Weg wieder zurück. Tatsächlich, ey, ohne Scheiß. Ich hätte auch hier einfach langlaufen können, weißt du? Komm! Kommst du? Alles klar. Das wäre viel einfacher gewesen. Aber naja. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Los geht's. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Ich kenne doch schon den Weg. Ich kenne doch den Weg. Aber wir müssen die anderen Möglichkeiten erstmal für die Mission hier abklappern. Zieh dich doch hoch. Warum zieht er sich da nicht hoch? Du Lappen, du. Okay. Einmal bitte ganz rauf. Bis der oben ist. Können wir das kurz mal synchronisieren hier? Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Hat ihr den Verstand verloren? Kommst du? Warum macht er den Sprung denn nicht? Was ist denn für eine scheiß Pussy, Alter? Hat ihr den Verstand verloren? Ist doch selbst ein Assassine, der Typ, ja. Spoiler Alert! Was ist das denn hier? In zwei Tagen zum Sonnenanbruch auf der Piazza San Marco. Okay, dann komm mal mit jetzt hier, Antonio. Kommt, Freunde! Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten. Ben, wir haben Glück.
Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Sollen wir? Ups, Entschuldigung. Leute, Alter. Mit dem kletter ich nicht nochmal. Er macht ganz komische Geräusche. Nun, er ist verdammt langsam. Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich nicht... Ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Andiamo. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Leonardo. Carlo Grimaldi. Carlo Grimaldi. Nachdem er seinen Palast in Monaco aus politischer Machtgier verließ, wurde Carlo schnell ein wichtiger Gast an den Tischen des venezianischen Adels. Sein Ruf, diskret zu sein, ermöglichte den Eintritt in die Hinterzimmer. Und so schaffte es der Schuft in den Rat der Zehn. Während er den Ratsführenden Ignazio Contarini besuchte, traf Carlo auf Ignazios Tochter. Da sie dringend Hilfe brauchte und seinen vertrauenswürdigen Ruf kannte, vertraute sie sich ihm an. Ihr Vater hatte ihre Ehe arrangiert und sie wollte mit einem der Diener davonlaufen. Sie liebten sich schon, seit sie Kinder waren. Sie planten, ein neues Leben in Mailand zu beginnen, um frei von ihrem Vater zu sein. Carlo schlug eine sofortige Aktion vor. Eine Flucht per Schiff in dieser Nacht. Die beiden Liebenden folgten seiner Anweisung und als sie die Planke überschritten, waren sie frei. Jedenfalls, bis Ignazio an Deck erschien. Carlo wurde für seine Loyalität zur Contarini-Familie belohnt. Die wahre Liebe? Na, sie einfach selbst. Ah, was ist ein mieser Bastard, oder? Oh ja. Okay. So. Ich würde sagen, wir holen uns mal hier den Turm. Na komm. Ich gehe nicht weiter nach rechts. Doch, yes. Alles klar, ey. Der fast scheiße hat mich die ganze Zeit, der Typ. Ja, nach rechts. Man sieht, dass es nach rechts geht. Er macht's aber nicht. So, neuer Anlauf. Nee. Bisschen mehr vielleicht. Auch nicht. Warum macht er es jetzt nicht? Warum, Alter? Dann eben so. Du kleiner Monkey, du. Es wird immer leichter, sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Unendliches Wissen. Führt die Jugend zu ihrem Ende. Okay, an das Rätsel kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Shit. Was sind das für Zahlen? Sag mal. Was sind das für Zahlen da auf dem Boden?
Die sich zum ersten Mal. Was ist das? Krass. Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihnen die Augen aus. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich gucken muss. Was sind das für Zahlen? Die sehe ich zum ersten Mal, ohne Witz. Da oben auch. Okay. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Da ist eine Waffe mit einem scharfen Bajonett, ganz hinten. Da muss etwas in der Nähe sein. Puh, was ist hier? Alter. Ist einfach nur Sucherei gerade bei mir. Hier eine Hand vielleicht? Ah, da. Na, endlich, ja. Ja, verstehen wir ein bisschen. Verstehen wir ihn noch nicht. Kann man noch gar nicht verstehen, was da Sache ist eigentlich. So, jetzt holen wir uns aber echt noch den Turm. Den Turm. Und, dann würde ich sagen, ist erstmal Schluss. Ja, genau. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, ihr habt immer noch ein bisschen Spaß beim Zugucken des Projektes. Und ja, danke auf jeden Fall auch noch für eure Unterstützung bis hierhin. Ich hoffe, es geht natürlich so weiter. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.